hier das Wort Raira. Das heißt nicht Rira, wie es oft ausgesprochen wird, Rira, sondern Raira. Was bedeutet Raira eigentlich so im linguistischen Sinne? Also man hört das Wort ja oft und man bewirkt sich auch gerne damit. Fulan hat keine Raira, du hast keine Raira und du bist ein der Youth. Was heißt eigentlich Raira? Al-Raira, wenn man das einfach mal so erklären möchte, wie das ein Araber verstehen würde. Al-Raira bedeutet, wenn dir jemand lieb ist und du merkst, dass seine Zuerkennung nicht dir gilt. Tamam? Du merkst, dass er Interesse zeigt gegenüber jemand anderen oder Disinteresse an dir. Das Gefühl, das dabei entsteht, das nennt man Raira. Tamam? Na. Und in diesem Kontext sagt er ja, Inna Allah Ta'ala Yaghar. Das heißt, die Raira Allah Ta'ala bedeutet, oder aus ihr entsteht dann, dass Allah Ta'ala verbietet, was verboten ist, denn wenn sich der Diener dem Verbot oder den verbotenen Dingen zuwidmet, dann widmet er sich in einer Art und Weise von Allah Ta'ala ab. Tamam? Das ist die Raira Allah Ta'ala.